Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit Türchen Nummer 10. Auch heute meinen es die Advent of Code Betreiber wieder gut mit uns. Es ist eine ziemlich geradlinige Aufgabe. Und zwar, wir wollen von dem Navigationscomputer, dass er uns eine Route aus dieser aus dem unterseeischen Höhlensystem heraussucht. Und dann bekommen wir aber eine Warnung vom Navigationscomputer: Syntax-Error im Navigationssubsystem in der Zeile alle Zeilen. So, also das gesamte Navigationssubsystem ist beschädigt. Das heißt, insgesamt ist also der Schaden größer, als wir dachten. Nun müssen wir also das Navigationssubsystem analysieren und kitten. Das Navigationssubsystem ist ein Code bestehend aus den vier Zeichen geöffnete Klammer, geöffnete Klammer, geöffnete Klammer und geöffnete Klammer, aber verschiedene Arten. Runde Klammer, eckige Klammer, geschwungene Klammer, die spitze Klammer. Ich weiß gar nicht, ob es am Deutschen für schöne Ausdrücke gibt. Im Englischen wäre das typischerweise Parenthesis, Bracket, Braces und Angle. So, der Clou jetzt an dieser Syntax ist: Es dürfen beliebig viele Klammern geöffnet werden, auch beliebiger Art. Aber für jede geöffnete Klammer muss diese auch gleichsinnig wieder geschlossen werden. Hier wird ein Beispiel angegeben: Eine offene und geschlossene runde Klammer ist okay. Eine offene und geschlossene eckige Klammer ist okay. Wenn ich erst eine runde aufmache, dann eine eckige, beide dann aber wieder schließe mit zuerst eckig und dann rund, auch wieder okay. Hier genauso. Geschweift auf, rund zu, rund auf, rund zu, rund auf, rund zu, geschweifte zu und so weiter. Also alle hier aufgeführten Beispiele sind valide Verwendung der Syntax. Hier unten kommen jetzt ein paar Beispiele nicht valider Verwendung. Eine runde Klammer geht auf, eine eckige geht zu und so weiter. Jetzt haben wir hier wie eh und je also ein Testinput. Ungefähr so wird dann also später auch der individualisierte Input aussehen. Wir haben verschiedene Zeilen und in jeder Zeile müssen diese Bedingungen gewahrt werden. So, jetzt gibt es zwei Arten von Schäden, auf die wir treffen könnten. Der Schaden erster Art: Es werden weniger Klammern geschlossen, als eigentlich geöffnet werden. Und es werden Klammern mit einem falschen Klammerntyp geschlossen. Jetzt haben Sie unten also auch ein Beispiel. Jetzt sagen Sie im Part 1 dieses Rätsels: ignorieren wir mal zunächst Unvollständigkeiten, sondern wir gehen jetzt nur durch den Code durch und suchen in jeder Zeile raus, ob und wann es zum ersten Mal passiert, dass eine Klammer mit einer falschen Klammer geschlossen wird. So, und in dem gegebenen Beispiel, was werden das hier sein? 10 Zeilen. Gibt es insgesamt 5 Zeilen, wo das überhaupt auftritt. Und jeweils das erste Vorkommen ist hier einmal aufgelistet, was wäre erwartet gewesen, was ist stattdessen gefunden worden. Jetzt wird gesagt, für jede falsch geschlossene erste Klammer pro Zeile können wir Punkte einsammeln oder rechnen wir Punkte auf. Und am Ende ergibt sich so ein Am Ende ergibt sich so ein Gesamtergebnis. Für das Beispiel 26.397. Ich habe die Aufgabe schon gelöst. Und dasselbe sollen wir dann also auch anhand unseres Inputs tun. Nichts leichter als das. From Typing Import Union. Gehen also jetzt wieder mein Code hier durch. Ich habe das Fallbeispiel wieder in meinem Code drin. Diesmal habe ich jetzt hier ein paar Variablen definiert. Das ist einmal das Points Reg, also das Punkteregister für Task 1, das mir gesagt, Klammer 3, eckige Klammer 57, also die einzelnen Punkte. Dann gibt es noch ein Punkteregister für den zweiten Task gleich. Das Reply-Register, also das Antwortregister, das uns sagt, auf jede offene runde Klammer muss eine runde Klammer schließen, auf jede eckige Klammer muss eine eckige Klammer schließen, auf jede geschweifte und auf ihren Winkel. Außerdem haben wir dann noch zwei Variablen, sagen, wo wir unterteilen, was geöffnet ist und was geschlossen ist. So, mit diesen Variablen kann ich jetzt in die Funktion Verify reingehen. Verify nimmt eine Zeile und gibt ein bisschen was zurück.
Was genau gibt es zurück? Es gibt uns einen Stack zurück und es gibt uns eine Fehlerliste zurück. Ein Stack ist eine Liste von Strings und Errors ist eine Liste von Tupeln mit einem Integer, einem String und einem String oder None. Die Idee bei Errors ist die folgende: Das Integer ist die Position innerhalb der Zeile, wo der Fehler auftritt. Der String ist, was die falsche Klammer aus dem Source Code war. Und String oder None ist die Klammer, die wir erwartet hatten. Das wäre String, beziehungsweise None, wenn der Stack eigentlich schon leer ist. Also nur für den Fall, dass mehr Klammern geschlossen werden, als eigentlich geöffnet werden, würde dann also None eingetragen. Ist mir nicht untergekommen, also ist vielleicht gar nicht notwendig, diese Unterscheidung. Aber wer weiß. So, was machen wir dann? Ich gehe jetzt die einzelnen Zeichen von Line durch. Mit Enumerate, also ich bekomme eine Stellenzahl und ich bekomme das Zeichen. Und jetzt kann ich sagen, okay, wenn das Zeichen öffnet, also eine öffnende Klammer ist, dann packe ich auf den Stack dieses Zeichen drauf. Und der Stack, der sagt uns jetzt, mit was ist geöffnet worden. Und anhand des Stacks können wir dann also später entscheiden, welches Zeichen jetzt als nächstes gebraucht würde, um valide zu schließen. Ja, also wenn es ein öffnendes Zeichen ist, ab auf den Stack. Wenn es hingegen ein schließendes Zeichen ist, dann gucken wir jetzt erst einmal, ist auf dem Stack überhaupt noch was drauf? Wenn nicht, dann ist das ein Fehler. Errors, Append, Zeilennummer, die schließende Klammer und None, weil der Stack alle war. Also wir eigentlich überhaupt gar keine schließende Klammer mehr erwartet haben. So, wenn der Stack nicht leer ist, else, dann holen wir uns von dem Stack Pop, Punkt Pop auf einer Liste gibt uns das letzte Element zurück und trägt es aus. Also es wird vom Stack weggenommen. Es wird richtig aus dem Stack rausgelöscht, aber zugleich auch als Rückgabeargument rausgegeben. Ich kann das vielleicht hier unten mal ganz kurz vorführen. Sagen wir ja einmal eine Liste mit den Einträgen 1, 2, 3. Jetzt kann ich sagen, a ist 1, 2, 3 und jetzt sage ich print a.pop. Gibt uns 3 zurück, schaue ich in A rein. Es ist jetzt nicht mehr die Liste 1, 2, 3, es ist die Liste 1, 2. Genau das ist, was das Pop macht. Also das Pop holt uns das letzte Element richtig vom Stack weg, aber er gibt es uns an die Hand. Das gebe ich das in das Reply-Rack, in das Antwortregister. Das hatten wir hier oben ja geguckt, ne? Jede geöffnete Klammer findet dort ihr schließendes Pendant. Das heißt, das Reply-Rack wandelt das im Stack hinterlegte Zeichen um und gibt uns somit das erwartete Schließungszeichen. Und jetzt können wir überprüfen, ob das literal, das ist was lit übrigens heißt, literal, ob das literal der Erwartung entspricht oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das wieder ein Error. Error append Zeilenindex, also Stellenindex, das gegebene literal und was wir eigentlich erwartet hätten. So. So, wenn lit weder öffnend noch schließend ist, dann kommen wir hier in den dritten Fall, der eigentlich nie auftreten dürfte. Und deswegen Race Assertion mit einem Fragezeichen. Ist mir auch nicht passiert, aber man sollte alle möglichen Fälle abdecken. Sonst läuft dein Programm fehlerfrei durch und am Ende kommt nur Quatsch raus. Also jeden Fall sollte man abfangen und behandeln. Und wenn man da keine gute Behandlung hat, dann sollte man einen Fehler werfen. Fertig aus. So, am Ende geben wir dann also Stack und Errors zurück. Wenn jetzt eine Liste käme, die vollständig ist und fehlerfrei, dann müssten sowohl Stack als auch Errors beide einfach leere Listen sein. Also eine Zeile, die völlig valide verifiziert, gibt zwei leere Listen als Stack und als Error zurück. Ansonsten, unvollständige Listen geben einen nicht leeren Stack zurück und Listen mit falschen Schließungen geben ein nicht leeres Error, eine nicht leere Errorliste zurück. Und das bringt uns dann zur nächsten Funktion, Task 1. Wir lesen Lines als Liste von Strings ein. Das heißt also zum Beispiel das Beispiel nach seinen Zeilen aufgesplittet. Wir lesen also zeilenweise unser Navigationssubprogramm ein. Initialisieren eine Score-Variable 0 und gehen dann jetzt die einzelnen Zeilen durch. Wir geben die Zeile an unsere Verify-Funktion, lesen Stack und Errors aus. Jetzt wurde gesagt, bei Task 1 Unvollständigkeiten sollen wir ignorieren. Also machen wir mit dem Stack jetzt erstmal nichts.
Dafür schauen wir in die Fehler rein und wenn wir feststellen, dass die Liste der Errors größer ist als 0, also es gibt Fehler, dann nehmen wir uns, wie es die Aufgabenstellung gefordert hat, vom ersten Fehler. Die falsche Klammer und geben die in unser Punkteregister ein und rechnen das auf unseren Score drauf und am Ende geben wir den Score zurück. Task 2 überspringe ich jetzt erstmal noch, weil wir noch mit Task 1 beschäftigt sind und dann am Ende in der Main Function, ich zerlege mein Raw Example in Lines Example, ich lese aus dem Input A mit einem Kontexthändler Raw ein, also hier Raw ein und zerlege das auch wieder in seine Zeilen als Zeilen. So, Part 1. Ich asserte, dass für das Anschaubeispiel der zu erwartende Wert rauskommt und printe zugleich das Ergebnis, das bei meinem individualisierten Input rauskommt. Führen wir das mal kurz aus. Dann sehen wir, hier kommt 413.733 raus. Das ist auch genau die Antwort, die ich gegeben ha hatte und diese war korrekt. Und hier im Übrigen nochmal eine Assert 26.397, auch das ist eben der Wert, der von der Aufgabenstellung und so mitgegeben wurde. Das war jetzt Part 1. Wir haben jetzt also alle kaputten, richtig kaputten Zeilen identifiziert. Nun wird uns gesagt, okay, die schmeißen wir raus. Wir gucken uns jetzt nur noch die Zeilen an, die keine falschen Klammern beinhalten, aber unvollständig sind. Jetzt geht es darum, sie wieder zu vervollständigen. Wir sollen also die fehlende Klammersequenz bilden, die fehlt, um die Zeile vollständig korrekt verifizieren zu lassen. Entschuldigung. Wir sollen die fehlenden Klammern bilden, die benötigt werden, um die Zeile valide abzuschließen. Und dann gibt es hier ein zweites Punkteschema, das sich aber noch ein bisschen komplizierter, deutlich komplizierter berechnet. Also wir gehen dann wieder alle Klammern durch, die dann da noch fehlen. Und wir starten wieder mit einem Score-Wert von 0. Und jedes Mal, wenn wir den Score einer neuen Klammer draufrechnen, müssen wir den Score, wie er ist, mit 5 multiplizieren. Und dann die totale Punktesumme für die neue Klammer drauf addieren. So, hier haben Sie es einmal vorexerziert für eine der Zeilen, und zwar die letzte, die vier Klammern braucht, um geschlossen zu werden. Das heißt, die eckige Klammer gibt 2 Punkte. Was passiert? Wir starten mit einem Score von 0, multiplizieren die mit 5, bleibt bei 0, addieren 2 drauf und landen bei 2. Das nächste ist eine runde Klammer. Runde Klammer gibt 1 Punkt. Wir multiplizieren die 2 mit 5, also 10, und addieren für die runde Klammer 1 Punkt auf, landen wir bei 11 und so weiter. Auf dieser Weise können wir jeder vervollständigten Zeile einen Punktescore zuordnen. Und jetzt müssen all diese Zeilenscores sortiert werden und der in der Mitte, ja, also nicht der höchste, nicht der niedrigste, auch nicht der zweithöchste, nicht der zweitniedrigste, sondern genau der in der Mitte ist dann der Final Score, den wir auch submitten müssen, was ich auch getan habe. Es wurde auch noch dazu gesagt, dass man unter Garantie davon ausgehen darf, dass es eine ungerade Anzahl von zu vervollständigenden Zeilen gibt, damit der Score in der Mitte auch eindeutig ist. So, und das bringt uns dann zur Task 2 Aufgabe. Das Schöne an der Stelle ist, dass die Verify-Funktion relativ viel macht. Also sie erledigt mehr, als der erste Task gebraucht hätte, weil es uns ja alles Mögliche gibt. Sie sagt uns, dass da ein Fehler war. Sie sagt uns, wo der Fehler ist. Sie sagt uns, was den Fehler ausgelöst hat und was hätte dort stehen sollen. Und das, was hätte dort stehen sollen, wird an dieser Stelle relevant. Beziehungsweise eigentlich, ja, die Errors an der Stelle, die sind ja nicht mehr so wichtig, aber sie gibt uns ja auch einen Stack zurück. Also sie gibt uns ja genau das zurück. Der Stack repräsentiert ja alle geöffneten Klammern und die dann erwartenswerterweise auch hätten geschlossen werden müssen und zwar genau in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, eben haben wir jetzt bei Task 1 viel mit den Errors gearbeitet, jetzt arbeiten wir mit dem Stack. Und damit kommen wir jetzt zu Task 2. Genauso wie Task 1 nehmen wir wieder,
unser Subprogramm zeilenweise an. Wir erzeugen eine Scores-List, weil wir jetzt ja einen Score pro Zeile brauchen. Und jetzt gehen wir wieder die einzelnen Zeilen durch, packen sie in unser Verify und bekommen Stack und Errors zurück. Jetzt können wir als erstes erstmal die aussortieren, die fehlerhaft sind. Also ja, wenn die Länge von Errors größer 0 ist, continue heißt, mach mit der nächsten Zeile, geht da zurück an den Anfang der For Loop und geht zum nächsten Element, also die nächste Zeile. Ansonsten wird der Stack reversed. Wir initialisieren ein Zeilen-Score und können jetzt einfach den Stack rückwärts ablaufen. Sagen, für alles, was jetzt noch im Stack drin ist, ist expected. Können jetzt sagen, for expected, Score ist gleich 5 mal Score plus Points Rec Task 2. Also das Punkteregister für den zweiten Task, wo wir einfach expected einsetzen. Und am Ende, wenn der Score fertig berechnet ist, also diese innere For Loop durchgelaufen ist, hängen wir es einfach an das Scores an, das wir sortieren können und geben das mittlere Element zurück und sind fertig. Und damit können wir das Skript noch ein letztes Mal durchlaufen lassen. Dann sehen wir hier eine relativ große Zahl. Was ist das? Warte mal, hier ist 3, da ist 3, da ist 3. Aha. Das letzte Mal schon mal, ne? 3 Billionen 354 Milliarden. Ach so, nein. Oh, 3 Milliarden 354 Millionen 640.192. Und das ist auch hier im Adventskalender. Nanu, da die Antwort, die ich gegeben habe. Both parts are complete. Und damit sind wir heute am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank. Wir hören uns zum Türchen Nummer 11 wieder. Ciao, ciao.